Lenken vom Thema ab. Was war das Thema? Bargeldloser Verkehr? Ja, prima Idee. Ich bin Rentner, ich weiß, wie das ist. Jetzt schon, weil ich bin immer pleite. Wieso denn Rentnern geht's doch gut? Einigen, aber ich bin einer von denen, die noch deswegen nicht tot sind, weil sie sich das einfach nicht leisten können. Oh, das tut mir leid. Ach, Quatsch, tut es das. Ja, egal, wo waren wir? Quer. Wer? Bargeldlos. Richtig. Ja, mach das mal. Zum Glück bin ich, wenn das eingeführt wird, längst zu tot, um mich noch nur mal totlachen zu können. Wieso? Naja, wenn du immer nur mit deinen Chips zahlst, da weiß jeder ganz genau, wann du was gekauft hast. Totale Überwachung. Da könnt ihr dann nicht mal eben kurz nach der Arbeit in Puff. Naja, die NSA ist doch diskret. Aber ihre Frau nicht. Die liest die Abrechnung von der Bank. Ich höre schon die Gespräche. Schatz, 150 Euro für Dienstleistungen. Was war denn das? Ja, das ist... Das ist nicht so wichtig. Stimmt, nicht so wichtig wie Minuszinsen. Minuszinsen? Ja, na jetzt bekommst du auf der Bank für dein Geld keine Zinsen. Bald Minuszinsen. Dann ziehen sie was ab, wenn dein Geld auf dem Konto liegt. Davor kann man sich nur retten, wenn man es abhebt. Aber wenn es kein Bargeld mehr gibt... Kann man es nicht abheben. Ja, da musst du konsumieren. Das ist nämlich auch der Plan. Und zwar schnell, bevor es nichts mehr wert ist, das Geld. Ach, so weit wird es nicht kommen. Ja, ich erlebe das nicht mehr. Aber das kann ich auch vom nächsten Frühstück schon behaupten. Aber du, mein Junge, da bin ich mir nicht so sicher. Ich meine, was steht denn auf dem Geld? Was steht... Was steht drauf? Auf Münzen, auf Scheinen? Naja, halt eine Zahl. Genau, die gibt den Betrag an, was das Geld wert ist. Und auf der anderen Seite? Das ist... Ja, da waren früher Könige, Kaiser, irgend so ein Potentat. Heute ist es das Symbol der EU. Also immer das Symbol der Herrschenden. Die garantieren dafür, dass das Geld was wert ist. Und was steht auf deinem virtuellen Geld in deinen Computerchips? Nix. Genau, nix. Also ist auch keiner da, der was garantiert. Da musst du auf diese AGBs klicken, die keiner liest. Und da bist du schneller abgezockt, als ich mein Gebiss rausnehmen kann. Bargeldloser Zahlungsverkehr, damit es an der Supermarktkasse schneller geht und man den Rumänen keine Münzen mehr in den Becher schmeißen kann. Prima, das wird euch ruinieren, ihr Penner. Ja, danke, ein leidenschaftlicher Beitrag von... Ich weiß nicht mehr, wie ich heiße. Irgendwie.